Hallo ihr Lieben, heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Intuition sprechen, weil ich das total wichtig finde, weil die wichtigsten und lebensveränderndsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich immer aus dem Bauch heraus entschieden. Und ja, das, was ich bisher bei Pferden insbesondere gelernt habe, ist wirklich auf die eigene Intuition zu hören. Wann immer ich ein Coaching durchführe, höre ich immer nur auf meinen Bauch, immer auf meine innere Stimme. Und daraus entstehen dann meine Fragen, daraus entsteht das ganze Coaching. Und ich war gestern zum Beispiel, habe ich erfahren, wie wichtig es wieder ist, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und eine Frau hat es leider nicht getan. Wir waren nämlich in einem Restaurant essen. Wir sind hier gerade an der Nordsee und machen ein paar Tage Urlaub. Und dann waren wir halt essen. Und dann kam eine Frau oder eine kleine Familie, Frau, Mann, Kind, die kam mit ihrem Hund und sind erst vorbeigegangen. Und dann sind sie doch nochmal zurückgekommen. Und während sie dann so quasi, sie wollten zu einem bestimmten Tisch, während sie da hingehen, schießt ein anderer Hund, der irgendwo unter einem anderen Tisch lag, schießt auf die zu und fängt an, ihren Hund zu beißen. Ja, also damit hat keiner gerechnet. Und natürlich großes Geschrei, alles ging aber gut. Also er hat nicht wirklich gebissen, alles ging wirklich gut. Und was sie dann nachher rief, ja, oder was also wirklich laut rief zu ihrem Mann: Ich wusste es, wären wir mal nicht hingegangen. Ich wusste, dass sowas hier passiert. Und genau das war ihre Intuition, genau das war ihr Bauchgefühl. Und sie hat in dem Moment leider nicht drauf gehört. Und dieses Bauchgefühl, das ist wirklich sehr, sehr verlässlich, weil das ist unser tiefstes Unterbewusstsein. Und oft wissen wir nicht, warum sagt uns jetzt das Bauchgefühl etwas Bestimmtes. Wenn wir aber drauf hören, ja, dann ist es garantiert niemals die falsche Entscheidung. Und hätte die Frau gestern auf ihr Bauchgefühl gehört, sie wusste nicht, was passiert, aber sie wusste, wenn ich da hingehe, passiert irgendwas Blödes. Ja, hätte sie auf ihr Bauchgefühl gehört, wären sie einfach weitergegangen und wären in das nächste Restaurant gegangen und nichts wäre passiert. Ja, und ja, wofür ich dich so ein bisschen sensibilisieren möchte, ist einfach, hör auf dein Bauchgefühl. Egal, ob im Zusammenhang mit Menschen, mit Tieren, dem Job, was auch immer, hör auf dein Bauchgefühl. Ganz oft frage ich mich, hey, wieso mache ich das jetzt gerade? Oder wieso stelle ich jetzt im Coaching diese Frage? Ja, das war wieder Intuition. Letztendlich weiß ich, es war genau die richtige Frage. Es war genau das richtige Coaching. Es war genau die richtige Übung. Hör auf dein Bauchgefühl. Ja, dein Bauchgefühl wird dich niemals enttäuschen. Wichtig ist aber, das ist ein Training. Ja, wir verlieren dieses Bauchgefühl. Oder das Bauchgefühl ist immer da. Nee, das verlieren wir nicht. Aber wir vergessen oder wir haben verlernt, darauf zu hören. Weil wir natürlich immer klar die richtigen Entscheidungen treffen wollen. Alles richtig machen wollen, ja. Das heißt, wichtig ist, trainiert es wieder. Ja, ich musste das auch lange trainieren. Gott sei Dank, wie gesagt, haben die Pferde mir dabei geholfen. Trainier dein Bauchgefühl und du wirst sehen, alle Entscheidungen oder die wichtigsten Entscheidungen, die du in Zukunft treffen wirst, ja, wenn du die wirklich aus deinem Bauchgefühl triffst, ja, dann wird sich alles verändern. Alles wird viel, viel leichter werden. Ja, also ich bin ganz gespannt, ja, wie du in Zukunft dein Leben veränderst, indem du mehr auf deine Intuition hörst, indem du deine Intuition trainierst. Und trainieren kannst du die, indem du einfach den Mut entwickelst, dich auf dein Bauchgefühl zu verlassen. Ja, weil das braucht natürlich auch Mut, weil der Kopf wird sich immer wieder dazwischen schieben und wird sagen, oh, lass das mal lieber oder nimm doch mal lieber diesen Weg. Das heißt, sei mutig. Und trainiere das. Und trainiere das, indem du bei kleineren Geschichten auf dein Bauchgefühl hörst. Ja? Also, was ich toll fände, wäre, wenn du mir in den Kommentaren zum Beispiel deine Erfahrungen schreibst oder wenn du das erstmal so 2 Wochen trainierst und mir dann sagst, was sich verändert hat. Ich bin echt gespannt. Ja, in diesem Sinne, viel, viel, viel Spaß mit deiner Intuition. Alles wird viel, viel leichter, wenn du auf sie hörst.